Ja, servus und hello again. Hier ist wieder der Martin. Wir zocken den Football Manager 2021, unsere World League mit dem MSV Duisburg. Die zweite Saison hat gerade begonnen und heute steht das Pokalspiel an. Und wir spielen ja im Coppa do Mundialito. Das ist der Pokal, wo alle Teams teilnehmen. Wir sind in der zweiten Runde eingestiegen. Die erste Runde haben wir nicht gespielt und müssen gegen das 9. Division Team Salihorsk spielen. Salihorsk war letztes Jahr Fünfter, sind also ja zumindest an den Aufstiegsplätzen dran gewesen. Was gibt es da noch zu sagen? Trainer wahrscheinlich immer der gleiche, Roman Grigorczuk ist der Coach. 46% seiner Spiele hat er gewonnen. Da denke ich, sollte es eine lösbare Aufgabe sein. Das heißt, dass wir die nächste Runde erreichen, was für uns ja ein wichtiges Ziel wäre, denn das hat uns der Vorstand ja vorgegeben. Er möchte, dass wir weiterkommen. Und wir haben ja gerade in der Liga 1 zu 1 gegen Union Española gespielt. Unsere Vereinsziele, hier sehen wir es. Nein, wir sehen es hier auch noch, die Wettbewerbe. Die Vorstandserwartung ist, dass wir die dritte Runde erreichen, mindestens. Jetzt sind wir in der zweiten Runde. Steigen hier ein in den Wettbewerb, könnten also das schaffen. Liefenbach hat einen Vertrag unterschrieben. Weiterhin noch einige Transfers und das ist ja bald vorbei. Das Transferfenster schließt ja in wenigen Tagen. Hier sehen wir es, am 31. August ist es vorbei. Endlich dann können wir wieder etwas schneller simulieren. Ich bin wieder gespannt, wie es heute aussieht nach der Pokalrunde, denn das hatte ich, glaube ich, schon mal gesagt, die Pokalrunden sind immer sehr rechenintensiv. Da rechnet das Scheißerchen ewig, weil eben alle Mannschaften jetzt in den Pokalwettbewerben sind. Das heißt, ich werde dann speichern und hoffen, dass alles weitergeht. Das heißt, dass die Aufzeichnung wird unterbrochen werden dann nach dem Spiel, weil ich glaube, letztes Mal hat es 3 Stunden gedauert. Aber egal. Wir werden von der Mannschaft her eigentlich nichts Großartiges ändern. Engin wird weiterhin fehlen. Ja, noch 3 bis 8 Tage. Also ich glaube nicht, dass er fit ist. Er könnte vielleicht klappen. Wir werden nach dem 1 zu 1 jetzt alles so lassen, wie es war. Kamavuka und Chapman hinten. Also Chapman jetzt wieder im defensiven Mittelfeld und Mikkels, der nicht überzeugen konnte, zwar im Spiel. Oder sagen wir doch mal. Sollen wir doch mal einen anderen spielen lassen? Karweiner ist ja mehr zentral, Gündogan ist zentral, Junhiwan könnte da spielen, aber der hat auch bisher bei seinen beiden Einwechslungen in 25 Minuten schwach gespielt. Montanes, der ist auf der Transferliste. Auch, den will ich eigentlich gar nicht mehr großartig bringen. Junghee waren. Aber wir nehmen doch Chapman vor. Na, jetzt schauen wir mal, was uns der Trainerstab vorschlägt. Chapman vornehmen wäre eine Option. Aber das hat uns beim letzten Mal auch der Trainerstab dann nicht geraten. Wobei Chapman ja eigentlich kein defensiver Mittelfeldmann ist für die komplette Zeit der Saison. Das war ja letztes Jahr eine Notlösung, die aber so gut funktioniert hat, dass er sich da jetzt eigentlich festgesetzt hat bei uns. In der Liga müssen wir dann gegen den Tabellen 19. im nächsten Teil spielen. Das ist dann am Mittwoch gegen Čukariki. Čukariki. Salihorsk, ein enges Spiel, nahezu gleichwertig die Teams, okay. Was sind das?
Kamavuka hat einen neuen Zweijahresvertrag unterschrieben. Wir schauen wieder, wie es mit den Gehältern aussieht. Topverdiener ja Montanes, der ist auf der Transferliste. Und hier sehen wir jetzt schon, ein ganzer Schwung hat auch für die nächste Saison unterschrieben. Joshua Bitter mit 153, dafür, dass er überhaupt noch keinen einzigen Einsatz für uns hat. Ist er natürlich sehr hoch bezahlt, da werden wir abwarten. Jansen wäre auch so ein Kandidat, der sich noch beweisen muss. Budimbu, 26, den werden wir auch abgeben, ist schon auf der Transferliste. Dana hat den Vertrag. Sepanik ist auf der Transferliste. Tomic ist verliehen. Der könnte mal einen neuen Vertrag anbieten. Ergänzungsspieler, das würde passen. Was will er? 61.000, ja, das ist in Ordnung. Damit kann ich leben. Brettschneider, der 22-Jährige. Ist eigentlich im Moment nur unser vierter oder fünfter Verteidiger. Das heißt, eigentlich ist er ja gerade verliehen. Spielt ja in der Division 10 da allerdings bisher sehr stark. Das werden wir noch weiter verfolgen. Gündogan hat einen Vertrag. Ömer Özden war eigentlich gesetzt, der Türke. Da hat er sich verletzt. Der wird aber eine deutliche Verbesserung wollen, wahrscheinlich. Könnte ich mir vorstellen. 046.000, da schlagen wir doch auch gleich zu. Und das war's jetzt mit den Vertragsverhandlungen für heute. Ich hoffe ja noch, dass wir Montanes abgeben können. Also, was schlägt er uns vor? Kamavuka für Gembalis in die Verteidigung und Jansen ins defensive Mittelfeld. Das werden wir nicht machen. Mikkel soll drin bleiben. Bisher gab es keine, oder? Nein. Also, wir lassen Mikkels jetzt mal drin. Was sagt er da? Ja, Karweiner mal über die Außenbahn spielen lassen. Mikkels hat mir halt jetzt nicht gefallen. Er hat letztes Jahr ja für uns 22 Mal gespielt, 8 Mal von Beginn an, 14 Mal eingewechselt, Notenschnitt 6,73. Immerhin 6 Scorer-Punkte hat er gemacht, 3 Tore, 3 Vorarbeiten. Naja, lassen wir ihn jetzt mal drin. Also das heißt, wir starten jetzt mit der Mannschaft, wie wir sie hier sehen. Die U23-Regel trifft im Pokal nicht zu. Wer sich sicherlich mehr erwartet hatte, das war Rodrigo Fernandez. Den Innenverteidiger haben wir ja neu geholt. Ist ja noch überhaupt nicht in der Liga gespielt. Folge 38, ich weiß gar nicht, ob ich es gesagt habe. Bald also wieder eine Big Round Number mit 40. Transfermäßig. Tut sich einiges, sagen die Social Medien. Nix sagen sie. Arne Sicker stark trainiert. Augusto schwach trainiert, was ist los? Sie haben recht, das gefällt mir nicht. Was macht er denn? Und dann endlich der Spieltag, der 28. August 2021. Wir sind also in der Zukunft. Heute haben wir ja den 7.2. Also zumindest zeichne ich am 7.2. auf. Theoretisch müsste das Spiel in 2 oder 3 Tagen online sein. Die Spieler der ersten Mannschaft, was haben wir hier? Guck immer. Ja. Ein Vorschlag, Morland Berry, nein. Der bleibt bei uns auf der Bank.
Ah, das ist eine gute Nachricht. Engin kann also spielen. Und Ahmed auch nicht. Kriegen wir es auch nicht. Also Engin für Mikkels. Damit haben wir eigentlich die Bestbesetzung. Taktik-Meeting, also. Das machen wir alles nicht. Gegneranweisungen machen wir. Nein, 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 okay. Also, 3286 Karten hier in Salihorsk. Engin also jetzt für Mikkels wieder drin. Zumindest mal wird Engin beginnen. Gibt es irgendjemand in Salihorsk, der interessant für uns ist? Wetter soll recht bescheiden werden. Schlürfen wir so lange ein Käffchen und los geht's. Leer. So, das hat's ja auch leer. Ach, Kamaoka und Engin. Aber Engin holt sich den Ball. Spiel zurück zu Gamberlys. Chapman. Und Six Hour. Gepannert und dann schießt er dann auf die Tribüne. Naja. Gepannert ist übrigens ein Ausdruck, wer es nicht weiß, wenn man einen tunnelt. Früher war es Tunneln in meiner, zu meiner Zeit, aber die ganzen Kids sagen Pannern. Naja, sagen wir auch Pannern. Man muss ja mit der Zeit gehen. Oh! Ei, 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 sauer, was macht er denn da? Es ist die rote Karte. Ach Gott! Maximilian Sauer ging mit beiden Beinen in den Gegenspieler und sieht rot. Müssen wir natürlich alles ein bisschen umstellen. Das gibt's doch nicht. Warum macht er denn das? Sauer eigentlich kein unfairer Spieler. Wer meint, setzt sich gegen seinen Gegenspieler durch, gegen Volta, der ist aber trotzdem auch nicht der langsamste. Und Tor 1-0. Da Giovanni Augusto trifft. Sein erstes Tor für den MSV. Gekommen und sofort Stammspieler geworden, ganz stark. Jetzt haben wir sie ausgekontert. Hier sehen wir es nochmal, wer meint. Doppelkampf mit der Vorarbeit. Giovanni Augusto und Ada den Platz von 11 Metern ungefähr. Ja, 10,2 waren es. Und wir führen 1-0. Aber sind nur mit 10 Mann unterwegs. Spielen wir im Moment mit einer Dreierkette hinten. Und daneben. Fünfundzwanzig Minuten sind vorbei. Eckball. Ja, da sind sie kopfballmäßig, sind wir hinten schon gut aufgestellt. Der Mai ist der Einzige, der vorne lauert. Gembalis spielt den Ball zum Torwart zurück. Dana. Dein Gimbal ist.
Sticker. Ich bin schon am überlegen, wen ich für Sauer spielen lassen werde. Ich gehe davon aus, dass es wohl Ömer Özden sein wird. Und Dana ist da. Ja, das ist natürlich Engin, ist jetzt nicht unbedingt der großartige offensive Außenverteidiger. Und auf der anderen Seite auch Stoppelkamp, der da ja weit zurückspielen muss oder zurückgefallen ist. Und dann verletzt sich Engin. Das passt. Jetzt bringen wir immer Özden schon mal, immer Özden schon mal rein. Weiß ich nicht, was mit Engin los war. Der Transfer, Quatsch, der Ärztestab hat mir gesagt, er kann spielen. Doppelkamp. Nichts war's. Stocke. Stoppelkamp hechtet ihm über das ganze Feld hinterher. Da war jetzt erstmal keiner. Und dann ist er drin. Facundo Parra in der 44. Minute das 1:1. Ja, das hat damals drum gebettelt. Man muss es wirklich so sagen. Stoppelkamp kann ihn hier nicht am Flanken hindern. Die Dreierkette hinten steht viel zu eng. Und vollkommen allein Facundo Parra, erstes Saisontor 1:1. Wieder ein Elferschießen, ich sehe es jetzt schon kommen. So, wir lieferten keine gute Leistung ab. Ich will jetzt eigentlich auch noch nicht wechseln. Ähnlich wie in der Pokalrunde der ersten in dem anderen Wettbewerb. Da haben wir dann eigentlich auch groß gewechselt und am Ende lief es dann auf dem Elferschießen raus. Und wir hatten eigentlich wichtige Spieler nicht mehr drin. Trotzdem konnten wir da das Elferschießen für uns gewinnen oder für uns entscheiden. Jetzt nehme ich aber Stoppelkamp doch raus für Mikkels. Damit Verlängerung. Kopf hoch, Männers. Die erste Verlängerung läuft. Jetzt einige schon ziemlich erschöpft. Chapman. Sika. Mikkels, Chapman wieder. Kamabuka. Sechsundneunzigste Spielminute. Was denn? Ah, verliert den Ball dann. Aber Gembele ist ganz stark. Ja, Gemberlis und Volkmar, die haben die Abwehr jetzt wirklich stabilisiert. Vermey! Und er macht's! Vincent Vermey! 96. Minute, das 2:1. Es wird reklamiert, Überprüfung. Nein, er zählt nicht, oder? Aberkannt. Scheibenkleister. Ja, doch, steht ein Schritt, steht da hinten drin. Giovanni geht raus für Jansen. Dann die zweite Verlängerung beginnt. Zweite Hälfte meine ich natürlich. Und es wird auf dem Elferschießen rauslaufen. Ich glaube, ist fast schon sicher. Ich glaube, ist fast schon sicher zu wissen. Jawohl, so ist es.
Mannschaftsansprache. Versucht euch zu entspannen und los geht's. Wer schießt als Erster? Savicunic, Sachivko gegen Dana. Dana ja in der anderen Pokalrunde überragend im Elfmeterschießen. Ja. 1:0 für Salihorsk. Wer mal tritt an? Ja, souverän 1:1. Kendisch. Ja, auch der. Ich würde mal sagen, nicht haltbar. 2:1. Volkmar, unser Innenverteidiger. Oh, da kann ich jetzt gleich hinschauen. Weil der hat, glaube ich, in der anderen Pokalrunde getroffen. Ich schaue nicht hin. Tor. Volkmar macht's. Und Zocke. Julius und sein Zocke. Und auch der trifft. 3:2. Bisher fehlerlos. Wer kommt? Kamavuka, der macht's. Weil der hat, glaube ich, beim letzten Mal an den Pfosten geschossen. Ich schau nicht hin. Jawohl! Kamavuka trifft. Ist zu aufregend für mich. Den Herzinfarkt. Live bei der Let's Play-Aufzeichnung. Para! Halt ihn. Dana, halt ihn. Er ist drin. Jay Chapman. Wieder mal sind meine Nerven am Ende. Jay Chapman. Tor. Stocke. So, wenn der jetzt nicht trifft, den er hält. Dana. Nein, Dana kann ihn nicht halten. Der Ball ist drin. Stocke verwandelt sich. Wer kommt als nächstes? Wer ist es? Jansen. Jansen muss treffen. Langsam kommt der. 80.000 Zuschauer beobachten ihn und wir schauen nicht hin. Tor 5:5. So, jetzt. Korzun gegen Dana. Die Spannung steigt. Die Spannung ist am Siedepunkt. Korzun. Oh, und auch Korzun trifft. Wer läuft für uns an? Sika. Arne Sika. Ich schaue wieder nicht hin. Nein. Die Aufregung ist zu groß. Sicker muss treffen und er trifft. Also trifft. Er trifft. Zu früh hingeschaut, aber er trifft trotzdem. 6:6. Makarenko. Gegen Dana. Komm, Dana, Burschi. Den hast. Schweizer sind gute Elfmeter. Jetzt. Jetzt hängt's. An wem hängt's? Wer ist unser 7. Schütze? Das ist Mikkels. Mikkels. Oh nein. Augen zu und durch. Wenn er jetzt trifft, sind wir weiter. Schau nicht hin. Verschossen! Mikkels trifft nicht mal das Tor. Die Prinzbacke. Volta ging jetzt in Fakt. Wieder hält Dana. Jetzt muss doch der Ding. Der muss doch jetzt einer verwandeln. Zweiter Matchball für uns. Wer schießt? Wer ist unser 8. Schütze? Gembali ist der Youngster. Wir brauchen den Zuckerschub jetzt dann. Vincent Gembalis, 21 Jahre jung. Oder 22, könnte auch sein. Sieg. Wir haben es geschafft.
gut gemacht, Jungs. So, jetzt kommt's dann. Fortfahren. Und ich werde jetzt dann wohl ausschalten, beziehungsweise dann gleich wieder kommen, denn jetzt dauert es ewig. Und tatsächlich hat es gar nicht mal lang gedauert. Das waren jetzt ein paar Minuten bloß. Also gut. Wir sind also weiter. Wir sind in der nächsten Runde und erhalten damit fast 50.000 Euronen, aber wir verlieren Engin. Oh. Muskelbündelriss in der Wade für 4 Monate. Alter Schwede. Puh. 4 Monate und auch Sig Sauer ist ein Spiel gesperrt. Kein Einspruch von uns. Ja, es ist natürlich jetzt heftig. Aber damit müssen wir jetzt leben. Ich mache mir dann Gedanken, wer für Engin spielen wird. Und auch für Sauer. Unser nächstes Ligaspiel ja gegen Czukariki. Ja, aber jetzt feiern wir erstmal den Sieg. Das war der 38. Teil. Passt auf euch auf, bleibt eurer Linie treu. Servus und bye bye.